Englische Woche, deswegen wieder ein Hallo in die Medienrunde. Herzlich willkommen, zumindest virtuell. Ein Gruß. Ich darf unseren Trainer Stefan Leitl begrüßen. Und Stefan, lange ist noch nicht her, der Sonntag, aber vielleicht kannst du uns trotzdem ein personelles Update geben. Ja, vielen Dank, Emanuel. Hallo zusammen in die Medienrunde. Ja, ich kann euch so viel mitteilen, dass von den verletzten Spielern keiner für das morgige Spiel zurückkommt. Das heißt, weder Justin Hogmann noch Nick Viergeber, die ja schon jetzt in Teilen des Trainings mit dabei sind. Aber es ist einfach noch zu früh. Bei den anderen Jungs ist es so, dass wir schon aus dem Spiel vom Sonntag noch das ein oder andere Thema haben. Wir haben direkt nach dem Spiel am Sonntag schon mit der Regeneration begonnen. Wir haben mit den Spielern noch trainiert, die nicht gespielt haben oder nicht im Kader waren, und konnten somit gestern nochmal den kompletten Tag nutzen, um zu regenerieren. Aber wie gesagt, es hat der ein oder andere schon noch ein Thema oder schleppt ein Thema mit sich rum, und deswegen wird man sehen, jetzt gleich ist ja dann das Abschlusstraining vor dem Spiel morgen in Dortmund, wer dann die Reise mit nach Dortmund dann auch antreten kann. Danke, Stefan. Kommen wir zu euren Fragen. Christian Akbasade von Sky. Grüße in die Runde. Hi, Stefan. Stefan, die erste Frage muss natürlich nochmal in die Richtung gehen, was das Ganze vom Wochenende im Verein bei euch ausgelöst hat. Wie hast du alles erlebt in den letzten Tagen, wenn du vor Ort warst, den Mann neben dir beispielsweise und alle, die mit im Boot sitzen? Meinst du den Mann neben mir jetzt hier? Der, genau. Siehst ihn strahlen. Ja, wie habe ich es wahrgenommen? Also erstmal habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass es uns jetzt endlich gelungen ist, in dieser Saison zu gewinnen. Was natürlich schön für unsere Fans, für unsere Sponsoren, für jeden Fürther jetzt auch ist, dass uns auch der erste Heimsieg gelungen ist. Realisiert habe ich es dann, als ich beim Interview stand und hupende Autos am Stadion vorbeigefahren sind, was das dann doch ausgelöst hat für die Fürther und welche Freude das dann auch welche Freude das mit sich gebracht hat. Und mich persönlich hat es gefreut, dass wir jetzt ein kleines Stück auch mal zurückgeben konnten an unsere Fans. Ansonsten habe ich die Frage, glaube ich, ja auch schon nach dem Spiel deutlich beantwortet. Man kann sich natürlich freuen, und es ist auch so, dass wir uns freuen, aber wir haben 4 Punkte, und deswegen ist es jetzt ist auch kein Anlass, irgendwie zu träumen oder überaus euphorisch diesen Sieg zu feiern, sondern es war wichtig für Selbstvertrauen, es war wichtig für unser Umfeld, und das nehmen wir mit, und jetzt bereiten wir uns auf das Spiel für morgen gegen Dortmund vor. Michael Fischer, Fürther Nachrichten. Guten Tag auch von mir, Herr Leitl. Ihre Spieler haben ja, wie Sie auch sagten, sehr viel investiert gegen Union. Sie haben die 126 Kilometer unter anderem angesprochen. Das ist ja kaum möglich, so ein Pensum 3-mal innerhalb von 6 Tagen jetzt dann zu gehen. Wollen Sie dann eher gegen Dortmund jetzt viel rotieren? Müssen Sie es vielleicht sogar, wie Sie gerade angesprochen haben, oder ist das Spiel gegen Augsburg trotzdem nochmal wichtiger am kommenden Samstag? Ja, ich habe es ja vor dem Spiel gegen Union Berlin schon angesprochen, dass wir natürlich jetzt in den 2 Halbspielen noch so viele Punkte holen wollen wie möglich. Und dazwischen liegt eben dieses schwere Auswärtsspiel in Dortmund bei einer absoluten Top-Mannschaft. Das heißt aber nicht, dass wir nicht den Fokus auf das Spiel gegen Dortmund richten. Aber wir können natürlich das Spiel morgen auch einschätzen, ja, dass wir wieder weit über uns hinauswachsen müssen. Gerade was das Physische betrifft, denke ich, ist auch klar. Und dann ist aber nicht garantiert, dass du in Dortmund was mitnehmen kannst. Trotzdem werden wir an unsere Leistungsgrenze gehen und wollen dort auch ein unangenehmer Gegner sein. Ja? Und das, was wir jetzt gegen Union Berlin gezeigt haben, gerade in der Disziplin, im Spiel gegen den Ball, auch im physischen Bereich nochmal wirklich alles zu investieren, um
ja, um einfach diszipliniert in der Defensive zu stehen. Das erwarte ich auch morgen in Dortmund und ist auch absolut Priorität gegen diesen starken Gegner. Nico Gehle von der Bild. Stefan, hallo. Der Kollege hat schon mal angesprochen, muss man sich denn Sorgen machen um den einen oder anderen, der was mitschleppt vom Sonntag, dass der möglicherweise morgen nicht spielen kann? Das eine und das andere ist, du hast die Individualität, die Klasse von Dortmund natürlich schon angesprochen. Erling Haaland ragt da natürlich absolut heraus. Was kann man sich denn da gegen so jemanden einfallen lassen, um den möglichst in seinem Aktivitätsradius einzubremsen? Ja gut, zum ersten Teil der Frage. Es ist natürlich schon so, dass wir da im guten Austausch mit den Jungs sind und auch mit der medizinischen Abteilung, und wir werden sicherlich kein Risiko eingehen für das Spiel. Wenn jemand nicht bei 100% ist morgen, ja, dann kann er auch nicht spielen. Und ich glaube, so vernünftig müssen wir auch sein. Und da ist auch dieses Spiel zu wichtig, weil ich habe es ja in der vorigen Frage schon beantwortet, dass wir ja in allen Bereichen über uns hinauswachsen müssen, um diesem Gegner Paroli zu bieten oder ein unangenehmer Gegner zu sein. Boah, zur zweiten Frage. Disziplin. Ansonsten glaube ich, ist es wirklich schwer, diesen sehr, sehr guten Stürmer zu stoppen. Wir können das nur in Gemeinsamkeit schaffen, ja. Im kompletten Abwehrverbund. Ja, es gibt gewisse Abläufe, die sie in ihrem Spiel haben, und die müssen wir frühzeitig unterbinden, damit sie ihn eben nicht ins Spiel bekommen. Und ja, vielleicht schläft er mal schlecht oder hat wenig Lust morgen. Das trägt sicherlich auch dazu bei, dass er nicht an seine Leistungsgrenze kommt. Michael Fischer nochmal. Ich habe nochmal eine Frage zum Union-Berlin-Spiel, Herr Leitl, weil jetzt auch in den letzten Tagen ein bisschen über Ihre Formation, über das taktische System gesprochen wurde. War das noch ein 4-3-3, weil es gar so eng war? War schon ein 4-3-2-1, der berühmte Tannenbaum taktisch? Weil es standen ja doch alle sehr, sehr eng. Und Anschlussfrage daran, ist durch diesen Zentrumsfokus auch so, dass jetzt da gerade für einen eigentlich so formstarken Spieler wie Cem Leveling als klarer Flügelstürmer kein Platz ist? Zur ersten Frage, ja, wir wollten das Zentrum natürlich schließen gegen Union Berlin, weil sie natürlich in den vergangenen Spielen immer mit vielen langen Bällen agiert haben und dann vor allen Dingen aus dem Zentrum heraus sehr stark auf diesen zweiten Ball waren. Und sie haben ja dann auch einen Spieler in ihren Reihen mit Max Kruse, der dann hervorragende Bälle hinter die Kette spielen kann. Das wollten wir durch diese Anordnung unter Kontrolle bekommen. Ich glaube, dass es uns in vielen Phasen des Spiels auch gelungen ist. Und dann sind wir ja auch beim Thema, wenn du Anpassungen vornehmen musst, um auf den Gegner zu reagieren, dann hat es dieses Mal aus taktischen Gründen auch den Jamie erwischt, dass er eben nicht von Beginn an spielen konnte. Aber ja, wir haben da drüber gesprochen und der hat es auch verstanden. Und was mir wichtig ist, dass als er reinkam, hat er alles dafür getan, damit wir dieses Spiel gewinnen können. Ja, er war unheimlich engagiert und hat jeden Meter mit in die Defensive gemacht. Und das muss man erstmal über alles stellen. Und dann wird man als Team erfolgreich sein. Und wenn ich als Team erfolgreich bin, dann wird auch jeder einzelne Spieler davon profitieren. Und das ist der Weg, den wir ja schon lange gehen und den wir auch weiterhin gehen werden. Aber es gibt auch wieder Spiele, in denen der Jamie dann vielleicht auf seiner Lieblingsposition spielen darf. Maxi Albrecht vom BR. Ja, servus in die Runde. Stefan, wie sehr hat es sich denn für Harvard Nielsen persönlich gefreut, dass er getroffen hat? Und wie hat er sich jetzt gestern und heute auch präsentiert? Also ist er jetzt besonders selbstbewusst fürs nächste Spiel? Ja gut, er hat jetzt einen Landsmann auf der anderen Seite stehen, der vor ihm steht in der Nationalmannschaft, und ich glaube schon, dass er den Ansporn hat, ein sehr, sehr gutes Spiel zu machen, um sich dann auch in den Fokus wieder für die Nationalmannschaft zu spielen. Mich freut es natürlich für Harbert sehr, weil er einfach viele Attribute besitzt, die notwendig sind oder die du haben musst als Spieler, um in dieser Bundesliga spielen zu können. Und er hat dann ein Paket,
ich glaube, dass er manchmal selbst nicht so überzeugt von sich selbst ist, was er für eine individuelle Qualität auch hat. Und dann freut mich das natürlich, dass er dann auch trifft. Und auch aufgrund der Tatsache, dass es ja auch keine einfache Saison für ihn bisher war. Eine persönliche Geschichte dann auch. Ja. Es hat jetzt gar nichts mit uns zu tun, sondern hat ja große Teile der Vorbereitung verpasst. War dann auch unter der Saison angeschlagen und ist nie so richtig in den Rhythmus gekommen. Und ich hoffe natürlich und wünsche mir für uns alle, dass er jetzt fit bleibt, dass wir ihm viele Spielminuten geben können, damit er ja seine Qualitäten auf den Platz bringt und uns einfach besser macht. Und das kann er. Und jetzt liegt es an ihm, einfach das in Regelmäßigkeit dann auch abzurufen. Nico Gelev. Ja, nochmal zum Spiel morgen. Wir wissen alle, dass du gerne Fußball spielen lässt und ja gerne auch im Ball hast. Das wird morgen in Dortmund eher weniger der Fall sein, gezwungenermaßen. Mit welcher Formation oder was überlegt man sich denn da auch, gerade im Hinblick, dass ihr doch auswärts die ein oder andere böse Klatsche bekommen habt oder viele Gegentore, sagen wir es mal so, mit 6:31 auswärts, glaube ich, damit eben morgen vielleicht dann, ja, nicht wieder am Ende ja vielleicht den Rahmen sprengt in irgendeiner Form. Ja gut, wir wollen natürlich schon sehr diszipliniert spielen und ich habe das ja schon mal gesagt, dass wir so Fußball spielen müssen, dass wir nicht nur ein angenehmer Gegner sind und mitspielen und dass jeder sieht, dass wenn sie am Ball sind, dann machen sie das auch ganz ordentlich und kreieren sich Chancen und vergessen dann vielleicht die Defensive. Deswegen ist klar, dass wir morgen auch aus einer kompakten Grundordnung heraus spielen wollen und unangenehm in den Zweikämpfen sein wollen. Ähnliches wie vor dem Spiel Union Berlin, das habe ich schon angesprochen, sie müssen uns spüren, wir müssen unangenehm sein. Wenig Räume geben in der Tiefe. Sie haben an der letzten Kette immer wieder sehr, sehr gute Bewegungen in die Tiefe. Und ja, so der Plan, um in das Spiel reinzugehen. Und nochmal, ich glaube, dass wir absolut über unser Limit gehen müssen, mental, ja, sowie auch physisch, um dort ein gutes Spiel für uns zu machen. Und dann brauchen wir auch ein bisschen Glück, um was mitzunehmen. Martin Moravec, dpa. Hallo Herr Leitl. Ich hätte noch mal eine Frage zu Erling Haaland. Ist er eigentlich für Sie so das Idealbild eines Stürmers? Oder wenn Sie sich einen modellieren dürften, was sollte der Stürmer haben? Boah, was sollte der Stürmer haben? Das ist definitiv ein Stürmer, der herausragende Fähigkeiten hat und der irgendwann mal Robert Lewandowski ablösen wird, ja. Und wenn ich mir einen wünschen dürfte, dann würde ich den Robert Lewandowski nehmen. Und wenn der keine Lust hat, nach Fürth zu kommen, dann nehme ich den Erling Haaland. Michael Fischer. Ich habe auch nochmal eine personelle Frage, wenn auch nicht zu Erling Haaland, Herr Leitl. Julian Grün hat seinen Vertrag vor einigen Wochen verlängert, aber seit seiner Auswechslung in Gladbach kein einziges Mal mehr gespielt, also quasi 3,5 Spiele nicht mehr. Ist es einfach so, dass derzeit andere besser sind oder ist er auch angeschlagen? Nein, es ist so, dass sich Chu eben jetzt aktuell um eine Position innerhalb der Gruppe duellieren muss. Es ist so, dass Timothy Tillmann aktuell eine gute Form hat und gute Leistungen bringt und deswegen spielt aktuell der Timmy. Trotzdem ist Chu nach wie vor ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns und der auch im Training immer gute Leistungen abliefert und er muss jetzt einfach da dranbleiben und Geduld bewahren und auf seine Chance warten und wenn er dann die Chance kriegt, wieder zu spielen, dann eben auch eine gute Leistung bringen, um dann auch in der Mannschaft zu bleiben. Aber er weiß das auch und ich gehe auch davon aus, dass er bald wieder auf dem Platz steht. Nico. Auch noch eine Personalfrage, eher schon in die Zukunft trächtig angeblich, oder ihr seid, wenn man den Berichten Glauben schenken darf, auf der Suche nach einem Torwart. Da ist gestern der Name Loris Karius aufgeploppt.
Ist das ein totales Hirngespinst? Stimmt es, dass ihr euch da mit ihm beschäftigt? Oder wie sieht man das Ganze? Also Fakt ist, dass aufgrund der Verletzung von Marius wir uns natürlich austauschen und ja, und uns auch umsehen, ja, ob wir eventuell auf der Torhüterposition noch was machen wollen. Loris Karius ist ein sehr, sehr guter Torhüter, zweifelsohne. Aber an Namen oder Spekulationen beteilige ich mich ja nicht. Und ich kann das nur nochmal unterstreichen, was auch Rashid gesagt hat, dass wir uns austauschen und natürlich die Augen offen halten. Gut, dann sehe ich keine Wortmeldung mehr. Vielen Dank für die Teilnahme. Doch, Michael Pfeiffer vom Kicker hat nochmal eine Frage. Michael. Ja, und zum Schluss wollte ich auch nochmal nachhaken, weil ich mich irgendwie weigere zu glauben, dass dieses Erfolgserlebnis am Sonntag nicht mehr war als für eure Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein. Man hat ja schon im Fußball die erstaunlichsten Trendwenden erlebt. Ich erinnere nur an Mainz letztes Jahr. Ihr habt noch zwei Möglichkeiten zu punkten, dann hättet ihr vielleicht genauso viele Punkte wie die damals. Die hatten, glaube ich, auch nur 7. Inwiefern hat dieses Erlebnis am Sonntag, dieses Fünkchen, doch wieder belebt und inwieweit ist gerade Mainz ein konkretes Beispiel und Vorbild für euch? Natürlich ist es so, dass dieser Sieg für uns sehr wichtig war, ja. Aufgrund der Tatsache, dass du halt einfach, oder dass ein Sieg durch nichts zu ersetzen ist, ja. Du kannst gut spielen und keine Punkte holen, das bringt dir nichts. Ja. Es geht darum zu punkten, das haben wir jetzt am Sonntag getan und das Selbstvertrauen innerhalb der Mannschaft steigt natürlich dadurch. Die Mannschaft wächst natürlich auch enger zusammen durch solche Glücksmomente und das war jetzt mal der erste Step, den wir gehen mussten und trotzdem haben wir 4 Punkte aktuell. Ja. Und das ist, wenn man auf die Tabelle schaut, wobei ich das ja auch schon in der Vergangenheit immer wieder betont habe, dass wir uns von der Tabelle jetzt erstmal lösen sollten, ist es ja aktuell auch noch ein sehr weiter Weg, um eventuell ein ganz großes Ziel zu erreichen. Aber es ist ein Anfang, es ist der erste Schritt, den wir jetzt gegangen sind und ja, jetzt mit diesem Selbstvertrauen, mit ganz viel Disziplin, ja, und nochmal, mit einer brutalen Intensität und Laufstärke morgen in das Spiel gehen und alles aus sich rausholen. Und das ist jetzt mal, ja, das, was wichtig ist. Und dann haben wir noch ein Heimspiel gegen Augsburg. Und wir sollten und wollen jetzt auch nochmal alles mobilisieren und alles raushauen, was in uns ist, ja, um ja, so viele Punkte wie möglich noch zu holen. Das ist sehr, sehr schwer. Brauchen wir gar nicht drüber reden, aber es ist auch im Fußball immer vieles möglich und das ist unser Ansporn. Ne? Das war der Ansporn vor 3 Wochen, vor 4 Wochen, vor 6 Wochen und das ist jetzt weiterhin der Ansporn nach dem ersten Sieg und nichts anderes. Gut, jetzt sehe ich kein Handzeichen mehr. Dann vielen Dank für die Teilnahme in der Pressekonferenz und wir sehen uns ja am Freitag dann hier an der Stelle schon wieder. Bis dahin, schöne Woche.